Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute klären wir die Frage, wie du einer Frau kommunizierst, dass du auch andere oder mehrere Frauen datest. Die Frage habe ich in letzter Zeit öfter bekommen und ich bin prädestiniert, die zu beantworten, weil, wenn du das noch nicht weißt, ich war mal 3,5 Jahre in einer offenen Beziehung und da habe ich natürlich auch lernen müssen, gerade auch vor der offenen Beziehung lernen müssen, wie ich kommuniziere, dass ich eine offene Beziehung suche, wie ich kommuniziere, dass ich mehrere Frauen daten möchte, mit mehreren Frauen schlafen möchte. Und das habe ich dann auch den Frauen, die ich gedatet habe vor meiner offenen Beziehung, so erzählt und auch meiner Ex-Freundin in dem Fall so erzählt. Und die Frauen in meinem Leben waren damit in Ordnung. Der erste und wichtigste Punkt, was diese Kommunikationssache angeht, ist: entspann dich erstmal. Viele Männer fragen mich dann: Hey, wann soll ich das kommunizieren? Aber wie soll ich das ausdrücken? Wann soll ich das sagen? Wie sage ich es am besten? Ganz entspannt. In meiner Welt ist es so, wenn die Frau nicht direkt danach fragt, dann kommuniziere ich das auch überhaupt gar nicht. Ja, also wenn die Frau mich nicht direkt fragt: Hey, triffst du noch andere Frauen? Dann sage ich ihr nicht: Ja, ich treffe noch andere Frauen. Nicht, weil ich nicht dazu stehe oder weil ich Angst davor habe, mich damit auseinanderzusetzen, aber weil es gar keine Notwendigkeit gibt, das dann sofort zu erwähnen, finde ich zumindest. Ja, es gibt keine Notwendigkeit. Ich bin der Frau, die ich date, nicht Rechenschaft schuldig und muss ihr sagen: Übrigens, hier so und so viel treffe ich noch, das sind die Namen, das sind die Sozialversicherungsnummern, da wohnen diese Frauen. Das ist ja gar nicht notwendig. Natürlich kann sie gerne danach fragen, wenn sie möchte. Und das machen die Frauen dann auch manchmal. Ich hatte gestern Abend ein Date, da hat sie immer so ein bisschen subtil nachgefragt, von wegen so: Ja, du sprichst schon öfter Frauen auf der Straße an. Und dann habe ich in die Augen geguckt und meinte zu ihr: Was, ich? Ach Quatsch, ich doch nicht. Und klar, auch wenn ich es humorvoll ausgedrückt habe, weiß sie schon, dass ich das schon öfter gemacht habe, auch weil ich sie als souverän auf der Straße angesprochen habe. Und das muss ja auch von irgendwoher kommen. Also ich spreche schon mal generell nicht an, wenn es nicht zur Sprache kommt, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, ich müsste der Frau da irgendwie automatisch Rechenschaft ablegen. Und das ist schon einer der Grundproblempunkte bei diesem ganzen Thema, dass viele Männer das Gefühl haben, mehr als eine Frau zu daten wäre was Schlechtes oder Schlimmes. Das kriegen wir teilweise auch in der Gesellschaft so mitgegeben, wird uns in der Gesellschaft so eingeimpft, aber durch diesen aufstrebenden Feminismus dann vielleicht auch nochmal viel mehr, dass Männer öfter mal auch Ziel von Angriffen sind im Sinne von: Oh, so was macht man nicht als Mann, mehrere Frauen daten, das geht gar nicht. Daher kommt es, dass viele Männer das Gefühl haben, sie müssten sich da rechtfertigen oder sie müssten das einfach direkt klären. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Du schuldest der Frau überhaupt gar nichts. Wenn sie nachfragt, sag es ihr gerne. Lügen ist halt behindert in meiner Welt. Was du damit machst, musst du wissen. Aber du bist der Frau keine Rechenschaft schuldig. Und glaub mir, wenn du ein erfolgreicher Typ mit Frauen bist, dann kriegt die Frau das sowieso mit. Dann musst du ihr das nicht sagen, dann weiß sie das bereits. Sie, die mich gestern gedatet hat, die wusste bereits, dass ich auch generell erfolgreich mit Frauen bin. Das merkt die Frau einfach an der Art und Weise, wie du mit ihr umgehst, wenn du es denn drauf hast. Also erstmal nicht unbedingt kommunizieren, außer sie fragt direkt danach. Ja, das passiert dann wahrscheinlich im Laufe des Dating-Prozesses irgendwann, wenn sie vielleicht dich mehr mag oder mal gucken will: Hey, was wird das denn zwischen uns? Was könnte das denn werden? Dann fragt sie vielleicht mal. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kommunizieren. Und auch hier greift wieder der ganz, ganz wichtige Punkt. Es ist nichts Schlimmes, du musst dich nicht rechtfertigen, du kannst es ihr einfach gerne erklären. Viele Männer versuchen dann irgendwie um den heißen Brei herumzureden oder das besonders gut auszuschmücken. Alles absolut nicht notwendig. Wenn eine Frau mich fragt: Hey Tim, datest du noch andere Frauen? Sage ich: Ja. Das war ja die Frage, das ist meine Antwort. Und wenn sie genauere Informationen haben möchte, kann sie gerne weiter fragen. Ja, wenn sie weiter dann fragt: Ja, aber wie stellst du dir das denn vor? Hast du auch mal Lust auf eine feste Beziehung? Lalala. Dann kann ich ihr halt einfach erklären, was ich davon halte, was ich davon sehe. Aber generell ist es einfach eine ganz normale Frage. Triffst du noch andere Frauen? Ja. Du musst es nicht erklären. Steh einfach dazu, sei einfach direkt damit, denn je mehr du um ein Thema herumlaberst, desto mehr kriegt die Frau das Gefühl, du stehst nicht wirklich dahinter, du bist dir gar nicht wirklich sicher mit der Sache. Ja, wenn sie mich fragt: Hey, triffst du noch andere Frauen? Ja, schon manchmal, aber das ist gar nicht, also so viel treffe ich auch nicht und eigentlich, ich weiß doch nicht, also in letzter Zeit habe ich auch nicht so viele getroffen und ich habe auch nicht vor, das noch lange weiterzumachen, also ja, manchmal, aber eigentlich nicht so viel, also mach dir da keine Sorgen. Ist deutlich schlechter, als wenn du einfach sagst: Ja, ich treffe andere Frauen. Das kann sogar positiv auf die Frau wirken, weil sie merkt: Wow, okay, dieser Mann steht einfach zu den Dingen, die er macht, und das ist eine sehr attraktive Sache. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken und wir wollen vielleicht offene Beziehungen kommunizieren oder solche Freundschaft plus Affären Sachen,
dann kann es schon Sinn machen, sich auch ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, wie man das kommuniziert. Meine offene Beziehung, ich habe den Frauen zum Beispiel immer erzählt, ja, ich suche eine offene Beziehung, weil ich einfach Lust habe, mich dieser Eifersucht zu stellen. Das war wirklich ein Teil meiner Motivation, ein großer Teil meiner Motivation. Ich war in der letzten Beziehung davor relativ eifersüchtig und ich wollte mich dieser Eifersucht stellen, sehr direkt in der Beziehung. Das war tatsächlich eine große Motivation für meine offene Beziehung. Klar wollte ich auch Erfahrungen machen und andere Frauen treffen, aber das war tatsächlich nicht der Hauptpunkt. Wenn das bei dir der Hauptpunkt sein sollte, kommuniziere es gerne so. Also kommuniziere einfach klar und direkt und steh zu dem, was deine Bedürfnisse sind. Steh zu dem, was du da willst von der Frau. Und natürlich kann es auch mal sein, dass eine Frau dann sagt, hey, passt überhaupt nicht zu mir, ciao. Das musst du dann einfach eingehen, das Risiko. Das muss dir klar sein. Also wenn du diesen Ich-date-mehrere-Frauen, offene Beziehungsprozess sogar vielleicht gehen möchtest, muss dir klar sein, dass nicht alle Frauen dazu passen werden. Und da kannst du noch so viel machen, da änderst du nicht besonders viel dran. Ja, man könnte Frauen manipulieren in die Richtung, dass sie in offene Beziehungen mit dir gehen, obwohl sie nicht so richtig Lust dazu haben, aber das geht am Ende sowieso nur nach hinten los. Und also es ist einfach, die Frau ist dann nicht zufrieden mit der ganzen Sache, du hast nicht so eine geile Beziehung, sie hat auf keinen Fall eine geile Beziehung und dann kannst du es dir wirklich gleich schenken. Deswegen kommuniziere einfach direkt, kommuniziere einfach klar, aber rechtfertige dich nicht überflüssig. Wenn du das so machst, dann gibt es überhaupt gar kein Problem damit. Na? Für dich wichtig ist, dass du erstmal in deinem eigenen Kopf dir selbst die Erlaubnis gibst, hey ja, ich darf andere Frauen daten. Das ist das Allerwichtigste für dich erstmal. Weil wenn du an diesen Punkt kommst und mit dir selbst im Reinen bist, dass du andere Frauen datest, dann wirst du es auch automatisch der Frau relativ klar und unkompliziert kommunizieren können. Und dann ist die Frau auch in den meisten Fällen in Ordnung damit. Wenn die Frau merkt, du bist nicht in Ordnung damit, dann wird sie genauer nachhaken und dann bröckelt deine ganze Fassade. Aber wenn du in Ordnung damit bist, dann kann nicht viel passieren, außer dass dir vielleicht hier und da die ein oder andere Frau verloren geht. Aber gut, wenn sie nicht auf dem Weg dabei sein möchte, auf dem du unterwegs sein willst, dann passt sie vielleicht auch nicht zur aktuellen Lage in dein aktuelles Leben. So viel zum Thema Kommunizieren. Wie treffe ich andere Frauen? Also wie kommuniziere ich, ob ich andere Frauen treffe? Wenn du dazu noch Fragen hast oder andere Themenvorschläge, in die Kommentare, das weißt du bereits. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching, wenn du mehrere Frauen daten willst. Wir hatten das Thema gerade. Ich zeige dir, wie du das machst. Ich bringe dich auf den Weg dahin und begleite dich auf dem gesamten Weg. Unten rechts in der Ecke, klick unbedingt mal auf das Video. Klare Empfehlung, wenn dir das Video gefallen hat, schau da mal vorbei. Kleine Überraschung für dich. Unten rechts einmal klicken. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.